Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich eine kleine Reparatur dieser AJA Kona LHI Capture Card. Naja, was bei dieser defekt ist, wenn man sie in den PC steckt, dann passiert gar nichts. Sie wird nicht erkannt und naja, der Rest ist auch relativ uninteressant. Jetzt schauen wir mal an, was denn so diese Karte so erstmal kann, was denn eigentlich eine Capture Card überhaupt macht. Naja, wie der Name schon sagt, Capture Card ist das eine Karte, die Videoformate aufnehmen kann. In diesem Fall hier verschiedenste Ausführungen von SDI, Input, Output über HDMI zu irgendwelchen Analogkomponenten. Für das habe ich leider kein Kabel, da muss ich wahrscheinlich noch was basteln. Aber naja, immerhin ist diese Karte sehr fähig und auch nicht allzu günstig. Ich habe sie aber sehr günstig im Internet bekommen. Daher wäre es auch nicht schlimm, wenn man sie nicht repariert bekommt. Zumindest ist sie mal interessant anzuschauen. Auf der anderen Seite kann man ein bisschen eine bräunliche Verfärbung der Platine sehen. Da hat wohl der FPGA ein bisschen die Platine aufgewärmt. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ist mal der Lüfter abgegangen. Aber man kann auch sehen, dass der mal neu angelötet wurde. Und natürlich auch einiges an Chips, die diese ganze Signalverarbeitung übernehmen. Hier kann man nochmal die Lötstelle sehen. Habe ich ein bisschen überarbeitet. Naja, dann kommen wir nun mal zu dem Fehler, den ich bisher mal gefunden habe und auch repariert habe. Das ist dieses kleine Bauteil hier. Das habe ich hier neben dem FPGA gefunden. Das ist in einer der Signalleitungen. Das ist ein FB, wie dran steht, Ferrite Bead. Das ist nichts anderes wie ein Ferritkern, ja, wo das Signal durchgeht, um ein bisschen die Kante noch wegnehmen, ja, zum letzten Schliff. Und hier habe ich mal ein Bauteil bei mir aus dem Lager, mit dem ich auch das andere nachher ersetzt habe. Ist einfach eine ähnliche Induktivität. Und ich habe erst gedacht, ich hätte das beschädigt, weil, naja, ich habe da ja auch ein bisschen rumgewurstelt, ein bisschen dran rumgeschraubt und so weiter. Und es kann gut sein, dass man da mit dem Schraubenzieher mal so ein Bauteil zerbricht. Da muss man zwar extrem aufpassen, mir wäre es nicht aufgefallen, aber hätte gut sein können. Ich habe mir auch die Bruchkante angeguckt, die sah relativ neu aus. Hier ist jetzt mal das Bauteil eingebaut. Naja, fällt fast kaum auf zwischen den anderen Induktivitäten hier. Und naja, jetzt schauen wir mal, was denn wohl passiert, wenn wir den wieder in den PC reinstecken. So, dann war natürlich die Spannung relativ groß, was passiert, wenn ich jetzt den PC einschalte. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich das beschädigt hätte, von dem her, naja, in dem Moment dachte ich immer noch, ich sehe es am Anfang, da ich ja wahrscheinlich einfach diese Induktivität noch zusätzlich beschädigt habe und die Karte eigentlich noch mehr kaputt gemacht habe, als sie jetzt schon ist. Habe sie trotzdem mal eingebaut, um zu schauen, ob wenigstens der Ist-Zustand sich nicht geändert hat. Und dann habe ich den PC mal eingeschaltet und man siehe da... Die Karte wird registriert, Windows fährt auch sauber hoch und Windows installiert schon alle Treiber fleißig nacheinander. Der ist jetzt mal angesteckt und wie ihr sehen könnt, wird sie hier sauber erkannt. Ich kann hier auch die ganzen Formate hier auswählen, die Inputs, die Outputs, alle möglichen Einstellungen machen können, wie Farbkurven, die Firmware. Die habe ich natürlich schon geupgradet hier auf die neueste. Und naja, so wie es aussieht, scheint das soweit zu funktionieren. Ich habe mal zum Test mal ein bisschen HDMI eingespeist und so weiter. Das hat soweit gut funktioniert. Wie gesagt, für die Analogen muss ich mir noch ein Kabel basteln. Aber der Rest scheint soweit zu funktionieren. Und naja, das hat sich auch definitiv gelohnt, die Reparatur. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Beim Film ist mir ein kleines Malheur passiert. Als ich die Spule filmen wollte, habe ich sie mit der Pinzette genommen und schwupps war sie weg. Und dann habe ich sie erstmal ein bisschen suchen müssen. Aber ich habe sie dann doch wieder gefunden und ein bisschen das Video fortsetzen können.